Diesmal gibt es keine 40 Euro geschenkt. Hallihallo, Hallöchen, moin moin und herzlich willkommen zu diesem Wettbewerb. Ja, ein neuer Patch, eine neue Engine und es gibt keine Sweepstakes, sondern es gibt einen Contest. Dieses Mal nur einen Gewinner für das Paket des Großmeisters. Diese gibt es zu gewinnen, wenn wir uns bis zum 3. September bei Gleam.io registrieren und verschiedene Surveys abschließen. Und das Ganze können wir machen, nachdem wir uns gerade eben eingeloggt haben. Blainsoul auf Twitter folgen, retweeten, auf Twitch folgen, auf Facebook besuchen und auf YouTube besuchen. Besuchen alleine. Relativ einfach. Wir klicken drauf, werden weitergeleitet. Fertig. Und schon haben wir daran teilgenommen. Wie gesagt, folgen müssen wir nur bei Twitch und bei Twitter. Retweeten auf Twitter können wir, müssen wir nicht. Fünf Möglichkeiten, fünfmal können wir daran teilnehmen. Natürlich auch mit verschiedenen E-Mails. Allerdings werden die Gewinner am 7. September über die App bekannt gegeben und per E-Mail kontaktiert. Das heißt, im schlimmsten Fall bekommt ihr das Paket auch dann letztlich auf die E-Mail bzw. auf den Account, wo ihr die E-Mail genutzt habt. Also achtet auch hier akribisch drauf, unbedingt die E-Mail zu nutzen, wo auch euer Account liegt. Generell, ihr könnt eine E-Mail nutzen, um euch zu registrieren. Facebook, Google und Twitter nutzt vielleicht nicht die E-Mail. Eventuell gibt es dann auch noch ein Loophole, um rauszukommen. Teilnahmebedingungen und andere Ausschlussklauseln. Auch hier wieder nicht einsehbar. Ob das Ganze rechtens ist, lest hier zunächst die Regeln und vollständige. Ja, da ist allerdings nichts. Die vollständigen Regeln und Konditionen gibt es dann natürlich hier einmal drunter und bis 23.59 Uhr pazifische Uhrzeit am 3. September könnt ihr euch hierfür eintragen. Nicht deutsche Uhrzeit, sondern amerikanische Uhrzeit. Ausschlaggebend ist auch, wenn NCSoft sagt, ist vorbei, dann ist es vorbei. Ob die Uhrzeit erreicht ist, das ist hier mal wieder scheißegal. An sich dran teilnehmen könnt ihr, wenn ihr hier aus einem dieser Länder stammt, das 18. Lebensjahr erreicht habt und seitens NCSoft nicht auf einer blockierten Liste steht. Viele Gründe kann es geben, generell Mitarbeiter, sonstiges, können nicht dran teilnehmen. Dabei ist es egal, ob ihr davon betroffen seid oder ein Mitglied eurer Familie. Wie das überprüft werden soll, ist natürlich fraglich. Generell auch interessant, Mitglieder des Haushalts dürfen nicht dran teilnehmen. Wie das überprüft werden soll, wenn man das Ganze per Handy macht, weiß ich auch nicht. Interessanterweise gibt es hier laut den Regeln sogar 6 Möglichkeiten dran teilzunehmen. Blainsoul einfach auf Insta zu besuchen. Allerdings für uns nicht möglich. Wieso das rausgenommen wurde, keine Ahnung. Funktioniert natürlich erst, nachdem wir uns eingeloggt haben bzw. bei Gleam.io registriert haben. Sollte man hier mit verschiedenen E-Mails dran teilnehmen und es auffliegen, fliegt man sofort aus dem Gewinnspiel raus. Jede Teilnahme wird durch den Sponsor, durch NCSoft bewertet und nach deren Ermessen zugelassen oder auch disqualifiziert. Also je nachdem, wie es ausschaut, kann es natürlich sein, dass der Gewinner auch gar nichts bekommt, weil NCSoft einfach die 40 Euro nicht rausgeben will. Und generell sind wir natürlich auch damit einverstanden, wenn wir gewonnen haben, dass wir als Aushängeschild dienen, dass man hier auch was gewinnen kann. Und es wird nicht wie eingangs vermutet einen, sondern insgesamt 5 Gewinner geben. Und der Gewinner wird bereits am 6. September gezogen. Von den Sponsoren, also von NCSoft, ausgesucht. Es wird allerdings nicht publik gemacht, wer gewonnen hat. Von daher, wenn du unter den 5 Glücklichen bist, lass es mich gerne einmal wissen. Und natürlich auch wieder, selbst wenn du gewonnen hast, muss es überprüft werden, ob dies auch wirklich stattfinden darf. Ob alle Anforderungen gegeben sind und dass du zeitnah zugestimmt hast. Denn solltest du zu spät reagieren, verfällt einfach der Preis und du kannst nichts dagegen machen. Theoretisch bepreist hier die Gegenstände insgesamt auf einem Verkaufswert von 95 Euro, was ich hier nie absolut nicht zutreffen kann. 90 Tage Prämien sind, wenn wir sie hier über den NC-Shop kaufen, 35 Euro. Dann frage ich mich, wo kommen die 60 Euro her? 60 Euro für einen Charaktertitel, 60 Euro für ein schlechtes Bundle, 60 Euro für ein anderes schlechtes Bundle, wo vielleicht ein paar Öle drin sind. Alteration Voucher aus den Änderungstickets ist immer enthalten, wenn man Premium kauft über einen Ingame-Shop. Und die Flügel, wo das im Endeffekt einen pseudo-theoretischen Wert von 95 Dollar haben sollte,
hat es effektiv nicht, aber gut, kann man immer reinschreiben. Sieht auf jeden Fall schöner aus. Und hier wird es eine Kontroverskondition, wenn der Gewinner nicht gewinnen darf, weil es gegen irgendwas verstößt, gibt es einen anderen Preis. Und wenn du zu den glücklichen Gewinnern zählen solltest, kann es bis zu 3 Monaten dauern, bis du deinen Preis bekommst, nachdem verifiziert und bestätigt wurde, dass du wirklich gewonnen hast. 4.10, stoppt einfach den Bildschirm, lest es euch selber einmal durch. Prinzipiell treten Sweepstakes, NCSoft und Klima.io in dem Abschnitt einfach nur sämtliche Verantwortung ab, falls was falsch läuft, irgendwie nicht richtig dargestellt wird, falls doch was anderes rauskommt. Haha, Pech gehabt. Es muss keine Richtigkeit haben, ist es einfach nur irgendwie einfach mal da. Für EU und UK gibt es noch ein paar kleine Änderungen. Hier soll nämlich plötzlich alles wieder tippitoppi laufen. Widerspricht teilweise dem, was oben einmal gestanden hat. US-Recht, EU-Recht weicht definitiv voneinander ab. Bin ich nicht komplett im Bilde. Deswegen Link dazu natürlich auch unter dem Video ganz oben einmal angepinnt, damit ihr nicht so lange sucht, wie ich es habe. Und auch generell interessant hier unten, man kann eine Liste der Gewinner anfordern. Damit du jetzt nichts Spannendes mehr verpasst, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Das macht mich immer an dieses kleine Stück glücklicher. Mit einem Daumen hoch zeigst du mir deine Vorfreude auf Unreal Engine 4. Ansonsten bei Fragen, Wünschen und auch Anregungen schreib es mir gerne einmal unten in die Kommentare. Bis dahin, bleib mir gewogen. Matane.